Hallo. Hallo. Schönen guten Tag, hallo, mein Name ist Oke von der Firma ScienceLog, Agentur für die Energieberatung. Spreche ich mit Herrn Bagato? Ja, was ist Ihr Firma? Ich grüße die Energieberatungsstelle aus Hamburg. Okay. Haben Sie schon schriftlich erhalten, dass wegen den EEG-Umlagen Ihre Energiekosten steigen? Von Ihrer Firma? Nein. Ich habe von Sie keine Post bekommen. Nicht von uns, von Ihrem Anbieter, dass die Energiepreise wieder steigen. Schon Die wieder? Erhöhung haben Sie noch nicht bekommen. Nein, was soll das denn jetzt schon Okay. wieder? Das ist doch erst gewesen. Ja. Ja. Wir schauen mal Blöd. nach. Die Postleitzahl 25997 ist noch aktuell? Da. Okay. Warum wird das schon wieder teurer? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, wegen den EEG-Umlagen, ne? Die Steuererhöhungen. Blöd. Was für Idioten haben sich das ausgedacht? Ja, Ist finde ich auch sehr schrecklich. schade. Ja, Da. aber Sie haben das ja schriftlich noch nicht bekommen. Bevor Sie das bekommen, schauen wir mal nach. Sie sind noch bei dem Anbieter Energieversorgung Süd? Da. Da sind Sie. Ra, richtig. Und wenn ich das noch nicht gekriegt habe, dann kann man da noch was machen. Verstehe ich das richtig?└└==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 �==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 �==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 �==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 
Ist das so was? Das Das kann man Schöne. vergleichen. Wenn ich hier bei Ort zu Elektroladen gehe, ist alles scheiße teuer. Dann gucke ich bei Amazon rein und da kann ich das günstiger kaufen. Kann man das so Günstiger, vergleichen? genau. Ja, kann man so Ah, vergleichen, genau, für verstehe. dasselbe. Das Schöne dabei ist, sie haben eine 2-jährige Preisgarantie, ne? Das heißt, der Preis steigt nicht. Da sind sie vor den Steuererhöhungen geschützt. Also dann Verstehst du? können die nicht zwei, dreimal bei Jahre Post schicken, was jetzt noch kommen soll, das wird Nein, teurer können die werden. nicht. Dann kann ich sagen, Leute, Können die nicht. fickt euch, ich habe Preisgarantie, Suka. Genau, Sehr zwei gut. Jahre lang haben sie dann den Preis gerade. Das ist das Schöne dabei, Und ne? was ist nach So. das 2 Jahren, weil ich werde ja auch in 3 Jahren noch Strom brauchen. Genau, bevor diese 2 Jahre umgehen, Da. werden wir sie nochmal kontaktieren, nochmal anrufen. Ich bin dann Okay. ihr persönlicher Ansprechpartner. Ah, Dann sehr schauen wir nochmal gut. zusammen nach. Genau, wir schauen dann nochmal zusammen nach, was nochmal günstiger für sie ist, ne? Das ist kein Persönlich ist Problem. immer sehr gut. Wann sollen wir denn da einen Genau. Termin machen? Also, ich kann das gerne erstmal nach Hause zuschicken, damit wir auch einmal kontrollieren können, selber alles mal untersuchen können, Herr Bagato, ne? Wer soll Untersuchungen? Müssen Sie von Nein. Doktor was haben? Nein, nein, die Unterlagen schicke ich Ihnen nach Hause zu, ne? Da. Genau, da schauen Sie einmal nach, ob alles richtig ist, Ihr Okay. Name, Ihre Adresse, ne? Ja. Genau, einmal zusammen vergleichen. Können wir Sie das Ab einmal, meinen Namen, weil das Menschen immer falsch schreiben. Wie ist bei Ihnen geschrieben? Bagatow, Bagatow, Mit mit W V, oder mit ne? V? Mit V, mit V. Ja, dann ist das richtig. Das ist sehr gut. Und Okay. was soll das jetzt bei Monat kosten? Rechne ich Ihnen mal auf. Monatlich zahlen Sie da 51,17 € 51 brutto. statt Genau, also 59 alles. oder 58, so komische Zahl. Können wir da glatte Zahlen machen? Das ist wieder so 17 Cent. Da sitzt er wieder so alte Babuschka sitzt bei Kerl 10 Cent Stücke. Das will ich nicht machen. Können wir 52 machen? Ja, ich schau mal nach. Ich kann Ihnen das ausrechnen, dass Sie da 52 dann Aber zahlen. Ist kein Problem. das ist ja nur Ausbeutung von alten Menschen. Das will ich ja nicht unterstützen. Okay, Oder alles klar. Wir zumindest, machen dann dass wir 52. da 20 draus machen, weil 17. Wie kommen die Menschen auf solche Zahlen? Das mit Ja, 99 also. bei Supermarket, das kann ich ja noch verstehen. Das ist Psychologik. Aber diese Zahl, blöd, das kann ich mir doch auch nicht merken. Was du da ruft bei 2 Jahren wieder einer an, sagt, was du bezahlst du für Strom, da weiß ich das wieder nicht. Ja, also haben Sie total recht, ja, stimmt. Oh, ist Kein das Problem, machen wir schrecklich. da so, wie Sie es möchten. Haben Sie auch Gas oder nur Strom? Ja, das habe ich auch. Was zahlen Sie Glaube bei ich. Gas? Da muss ich mal meinen Kumpel fragen. Das hat der, glaube ich, gemacht. Warten Sie mal. Rakesh, was Ja, kein bezahlst du Problem. für Strom, Zucker? Für Gas. Nein, nicht das. Gas kann. Hör auf, mich zu verwirren. Strom ist meine. Du hast doch mal wegen dein Dings da. Ja, komm mal her. Ja, rede mal. Hier können wir Geld sparen, Blair. Können wir mehr saufen. Komm her. Hallo? Hallo, guten Tag. Ja, hier ist Rakesh. Was ist mit dem Gas passieren? Ja, guten Tag. Also es geht um die Gaskosten. Wissen Sie, was Sie da zahlen monatlich? 35 Euro. Und so 35 ein paar Euro. Centen. Ja, okay, gucken wir mal nach. Ja. Sind Sie von Stadtwerken? Stadtwerkung? Wir arbeiten für die Stadtwerke und Grundversorger zusammen. Ach so. Wir gucken mal nach. Ist der Herr Müller wieder gesund geworden? Der ist ja so lange krank gewesen. Kenne ich leider persönlich nicht. Ach so. Es arbeiten so viele Menschen hier. Es hätte ja sein können, dass Sie das kennen. Ja, also Okay. ich hab da mal 5000 Kilowatt schon ausgerechnet. Kommt das so ungefähr hin bei Gas? Keine Ahnung. Du Okay, müsste hinkommen. weißt nur, was das jedes Monat von meinem Konto nehmen und dann eine Ja, also Überweisung ich hab. machen. Ja, also ich guck mal nach. Der Arbeitspreis bei Ihnen ist relativ hoch. Sie zahlen 10,08 Cent aktuell, ne, pro Kilowattstunde. 10,08, okay. Genau, das ist natürlich sehr hoch. Bei demselben Anbieter, ich habe gerade mit dem Kollegen gesprochen, da haben wir für Strom einen Anbieter rausgesucht. Bei demselben Anbieter haben Sie einen Arbeitspreis von 4,56 Cent pro Okay. Kilowattstunde. Das ist natürlich sehr viel Unterschied, was Sie da zahlen, ne? Ja, das ist schon ein kleines Biesle.
Kleines bisschen, das ist schon ein sehr großer Unterschied. Ja. Monatlich liegen Sie dabei, ich rechne mal schnell aus, was Sie da monatlich zahlen. Sie zahlen da monatlich 22 Euro. Jetzt oder danach, dann werden. Also anstatt 35 zahlen Sie dann 22 Euro. Für gleiche Mengen oder wird es dann, kann man Für dann, die gleiche Menge. weil wir können Für die ja gleiche nicht, wenn Menge. wir weniger Gas haben, dann kann ich ja kein, weil ich muss immer kochen, weil Dimitri kann nicht kochen, das muss ich immer Nein, machen, da muss ich für muss ja, dieselbe ich Menge. muss ja genug Gas haben. Natürlich, für dieselbe Menge haben wir ja ausgerechnet, ne? Da zahlen Sie pro Kilowattstunde 6 Cent weniger. Das ist natürlich enorm hoch, ne, was Sie Oh. da zahlen. Und Genau. das ist dann bei anderes Firma oder ist das neue Preis von Stadtwerken? Es ist auch ein Grundversorger aus Freiburg. Das haben wir auch eben mit Ihrem Kollegen einmal gesprochen. Ja. Das ist auch bei Strom dasselbe, weil Ihr Grundversorger aus der Stadt ist immer am teuersten. Das ist bei jeder Stadt so. Wenn Sie aber einen Grundversorger aus einer anderen Stadt nehmen, werden Sie günstiger abgerechnet für dasselbe, was Sie Alright. auch haben, ne? Das ist sehr Genau, gut. ne? Sind Sie der Anschlussinhaber oder ist es der Herr Bagatov? Was bin ich bitte? Läuft Strom und Gas über Ihren Namen oder über Herr Bagatov? Also wir benutzen das beiden, weil das einfach Okay. Steckdose Wer steht nehmen denn? und reinstecken. Ja, natürlich. Ja. Wer steht denn auf der Rechnung? Auf das Rechnung, das Welcher ist Name? Dimitri Ja. machen. Wer steht auf der Rechnung? Dimitri. Dimitri. Ah, okay. Ja. Dimitri Bagatov. Ja, Okay. ja. Dann muss ich einmal mit Herr Bagatov sprechen, bitte wieder. Ja, der ist gerade zur Toilette gelaufen, der wird gleich wieder kommen. Okay. Sollte es Ja, kein Problem. dann das Strom, sollte es auch günstiger werden? Strom ist auch günstiger. Das zahlen Sie dann jeden Monat. Schaue ich nochmal nach, was Sie Ja. da zahlen. Einen Moment. Sind Sie das Rechne ich Firma, nochmal wo nach. kann man das Tablet bekommen? Wenn man das Was Stromvertrag für machen? ein. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Das mit Tablet bekommen, wenn Sie Tablet bekommen, da zahlen Sie monatlich auch dementsprechend hoch, ne? Oh Das ist Gott. Quatsch im Energiebereich. Das hören wir von meisten Kunden. Das auf keinen Fall empfehlen wir nicht. Auf Sie keinen zahlen Fall. bei Strom auf keinen Fall. Okay. Lieber kaufen Sie da separat einen Laptop oder ein Tablet, da sind Sie günstiger dabei, Ach ne? so, das ist sehr gut, weil Genau. sonst muss man das mitbezahlen. Das ist schon damit einkalkuliert Oh worden Gott. in den Ich muss, Preisen. kleinen Genau. Moment, muss mal Fenster zumachen, das ist so kalt geworden. Ja, kein Problem. Ja, das muss ja nicht krank werden. Und wie ist das Wetter bei Türkei? Ist das schönere Wetter? Was meinen Sie damit? Ja, ist bei Ihnen schönere Wetter? Wir rufen aus Hamburg an. Ja, das sagen denn alle. Wir wissen doch, dass das ganze Callcenter immer aus Türkei anrufen. Hab neulich erst ein Gibt es. Interview gehabt mit einer Kollegin, die hat das Ja. zugegeben. Ja, also gibt es sehr viele auch im Ausland, da haben Sie recht, aber wir rufen aus Hamburg an. Wir sind eine Energieberatungsstelle aus Hamburg. Ja, kann Müssten Sie man. auch unter der Nummer sehen. Ja, das habe ich zu das letzte auch gesagt. Da sagt, was soll das? Du hast doch Ja. Berliner Nummer. Da sagt, ja, das ist ja egal. Ich rufe Ja. von Internet an. Das kann man Ja. Veränderungen machen. Ja, also haben Sie recht, es gibt sehr viele im Ausland, nicht nur in der Türkei, auch in anderen Ausländern, Ja, Bosnien. aber wir rufen aus Hamburg an. Wir sind ja kein Anbieter, wir sind eine Energieberatungsstelle, Ja, ne? Wir arbeiten mit den das war Grundversorgern der andere und ja auch. Stadtwerken zusammen. Und ich glaube, das war sogar von der gleichen Firma wie von Ihnen. Weil Nee, wir ich telefonieren das erste Mal, das sehe ich hier. Kann nicht unsere Firma gewesen sein. Na so, weil die habt ihr auch, was weiß ich, wie viele 100 Nummern. Die kann ja mal gucken, wann das, Oh ne, ich habe ja so viele Ja. Anrufe, das müsste ich jetzt halbe Stunde suchen. Das ist mir auch zu doof gewesen. Kein Problem. Ich Ne, habe ist auch ja mal bei egal. Strom ausgerechnet, da Ja. liegen sie bei 51 Euro, ne? Ja. Habe ich auch Herr Bagatov schon gesagt. Und warum haben Sie, woher wissen, Sie wissen, dass das Dimitri zu viel bezahlen? Das hat er mir eben mitgeteilt, was er zahlt. Ja, Das haben wir mal verglichen aber zusammen. wie Sie das, warum Sie Anruf machen? Oder wie man Was sagen? meinen Sie damit? Ja, warum Sie anrufen? Woher Sie Telefonnummern gegeben? Also wir haben hier eine Mitteilung, dass wir uns einmal bei Herrn Dimitri Bagato melden sollen. Ja. Er hat sich beim kostenlosen Tarifcheck im Internet eingetragen. Deshalb rufen wir an. Da haben wir jetzt einen Vergleich gemacht mit ihm zusammen. Er hat mir gesagt, was er zahlt bei Strom. Bei Ja. Gas wusste er das Hat nicht. der, Deshalb hat, haben oh Gott, hat wir. der kleine Ficker wieder überall bei Internet Sachen machen?
Also sehe ich hier so ein System, dass er sich eingetragen hat Okay, für einen warte mal, da kostenlosen kommt der. Tarifcheck. Hast du Scheiß Jack bei Ja. Internet machen? Das hätte mir gerade sagen, du bist jetzt da bei Internetseiten, das ist überall unsere Nummer eintragen. Das ganze Tag, du bist jetzt von Arbeit gekommen, ganze Tag das Scheiß Jack Telefon anklingeln. Alter, wie redest du mit mir? Geh die Badewanne putzen, Blade. Gib mir das Telefon. Alter, so redest du nicht mit mir. Geh die Badewanne putzen, sonst kriegst du kein Eis nachher. Hallo. Ja, hallo? Oh, Entschuldigung, der weiß nicht, wie er sich zu benehmen hat, dieser kleine Hund. Kein Problem. Hat er sich Also, wir kommen beleidigt? auch zum. Der hat mich nicht beleidigt, nein. Ich Gut. brauche einmal die Zählernummer und die Kundennummer von Strom und Gas. Hätten Sie das nicht sagen Damit. können? Ich komme gerade von da, wo ich mein ganzes Papier in habe. Darf ich Sie mit in mein Schlafzimmer nehmen? Kein Problem, nehmen Sie ruhig mit. Blöd, wenn das immer so einfach wäre bei Frauen. Geile Sache. So, dann wollen wir Ja. mal laufen. Und wie lange dürfen Sie Ja. heute noch arbeiten? Bis 20 Uhr. Gehen Menschen so lange ans Telefon? Hallo? Hallo, ja? Gehen die Leute so lange ans Telefon abend? Ja, wir kriegen auch sehr viele Anrufe, ne? Wir müssen immer in der Leitung sein. Immer in der Leitung? Oh, blöd. Immer in der Leitung, ja. Und wie Aber viel? ich liebe meinen Job. Ja? Wie lange Sie schon machen? Ja. Ich mache das schon seit 3 Jahren. Seit 3 Jahren und Ja. habt ihr große Callcenter? Ja, also ist nicht der einzige, ne? In Hamburg gibt es ja sehr viele Unternehmen. Das ist richtig, aber ich meine eure Laden. Genau. Ist es große Firma? Arbeiten sehr viele, ja. Ja, wie viele Leute da gibt da? Weiß ich leider nicht, Herr Bagauto. Das sind auch interne Sachen, darf ich mit Ihnen leider nicht mitteilen. So kann doch mal fragen. Und ist das, macht ihr nur das Strom oder kann man bei euch auch andere Sachen kriegen? Strom und Gas. Strom und Gas, weil Beides, ich genau. kenne meinen Bruder, der ist bei Callcenter. Und weißt du, eine Woche müssen das Menschen Krankenversicherung andrehen, nächste Tag sollen das Ach so. Unfallversicherung machen, dann sollen den Strom Ach so. verkaufen, dann Gewinn spielen. Das immer im Wechsel. Also Also ich kenne das bisschen. das ist eine ganz andere Branche. Nee, also wir kümmern uns nur um Strom- und Gasangelegenheiten. Ah, und was hat der hässliche Inder gesagt? Was war mit Internet? Was ist da gewesen? Was war mit Internet? Weiß nicht, der hat irgendwas gesagt. Ich habe irgendwas im Internet. Du sollst die Badewanne putzen. Ab mit dir. Jetzt kommt er schon wieder an. Ich glaube es nicht. Entschuldigung. Ja, kann der Herr Bagato nicht später die Badewanne putzen? Weil ich muss Ihnen ja gleich auch eine Aufzeichnung machen, Mit dem weil das Inder? Ganze über ihn läuft. Mit Herrn Dimitri Bagato. Ja, du redest seit 10 Minuten wieder mit mir. Hast du noch nicht gemerkt, dass du wieder mit den Russen redest? Der Inder schrubbt die Badewanne. Ach so. Oder Ah, okay, alles klar. klingende Stimmen so ähnlich? Ja, es klingt sehr ähnlich, Herr Bagato. Nein, das kannst du jetzt nicht wirklich Alles sagen, weil klar. der Inder klingt ja eigentlich komplett anders. Oder findest du nicht? Ja, also klingt sehr ähnlich. Haben Sie schon die Zählernummer und die Kundennummer? Ja, warte, das habe ich gefunden. Warte, jetzt, warte. Wo ist das jetzt? Habe ich das schon wieder weglegen? Du kannst mich voll aus Konzept bringen. Ich warte, ich habe Zeit. Schauen Sie in Da. Ruhe nach. Ja, das ist 0 4 0 Ja. 6 0 0 600. 2 6 7 267. 6 8 1 Das war die Kundennummer oder Zählernummer? Kontonummer. Das war die Kundennummer. Da. Deine Und die Kontonummer. Zählernummer brauche ich auch einmal, bitte. Das ist 816 Ja. 762 Ja. Doppel-0 Ja. 6040. 040. Und das andere Nummer würde ich dir ja auch gern geben, aber das bewegt sich immer. Das war jetzt von Strom oder von Gas, die Kundennummer und Zählernummer? Von Strom. Von Strom, okay. Ich brauche auch einmal von Gas die Kundennummer und die Zählernummer, bitte. Doch hättest du das nicht vorher sagen können, weil das ist Vertrag von des Inder. Soll ich Das da ist der Vertrag, ja? Ja, ich habe Das Strom, war jetzt. der hat Gas gemacht. Wir wollten fair aufteilen. Aber der hat mich verarscht, weil Strom kostet ja viel mehr als Gas.
Der Hund, darum muss der jetzt immer Badewanne machen. Soll ich zu dir hinlaufen? Haben Sie die Zählernummer und die Kundennummer? Das müsst ihr auch auf der Risch. Du weißt doch nicht, wo der wissen Sie seine schon, Sachen wie hinlegt. Warte mal. Sag mal okay. kurz hin da. Oh, das ich kriege heute kriege ich Geld für so viel Laufen. Kannst du mir Rabatt geben? Würde ich gerne, aber ich kann es leider nicht. Warum nicht? Leider nicht. Oh, blöd. So, ist bei euch in Türkei auch so geile Wetter wie auf Sylt? Wir rufen aus Hamburg an, Herr Bergato. Ja, mein Bruder macht das selber. Brauchst mir nichts zu sagen. Ich weiß das doch alles. Ich weiß bestimmt, warum Sie mir nicht glauben. Ist gute Wetter bei Antalya? Also ich kann gerne mal jetzt nachschauen, wie das Wetter ist, aber Ja, wir rufen aus Hamburg an. einmal Fenster aufmachen, rausgucken und uns schöne Bild schicken von Strand bei Antalya. Wir können das gerne bis morgen diskutieren, Herr Alles Bagasso. klar, ich mag deine Stimme, ich habe Zeit. Warte, ich hole mir meine Oma Ohrensessel, werde meine Füße hochlegen und da Ja, können wir wenn wir zusammen aber auch reden. geschäftlich da weiterkommen könnten, würde ich mich auch sehr freuen. Darum, ich würde mich sehr freuen, wenn du einfach mit mir weiterredest, weil ich mag deine Stimme. Wie war dein Name, Babuschka? Ich bin die Frau Oke. Haben Sie die Kundennummer und die Zählernummer von Gas auch Was? einmal? Frau Dann könnte ich auch Öko? in der Zeit im Sitz. Öko? Okay, genau. Wie schreibt man das? Ich bin die Frau Okor. Ja, wie schreibt man das? Okur. Sag ich doch, Antalya. Gib's Okay, doch Herr einfach zu, Bagger. dann gebe ich dir die Nummer. Ich rufe aus Hamburg an. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen das noch sagen soll. Weiß nicht. Ich glaube, du wirst mich nicht überzeugen. Weil das ist ja, weißt du, das ganze andere Firma, das auch immer ihr anrufen, die auch irgendwo meine Daten bei Internet einkaufen und mich dann anrufen Ja. und mir irgendwas verkaufen wollen. Ich kenne das doch, das geht ganze Tag so. Ich laufe ganze Tag rum, der eine will Kontonummer, der andere will Geburtsdatum, der andere will Penislänge, der andere will Steueridentifikationsnummer. Ich bin ganze Tag nur an Zahlen durchgeben. Ich mache nichts anderes mehr. Ja, also das Ganze brauche ich erstmal nicht, Herr Bagato. Ich brauche nur die Zählernummer und die Kundennummer. Mehr Weil, brauche ich da weißt du, nicht. mein Spitzname ist Big Dick Dimitri. Vielleicht deswegen so viele Frauen bei mir anrufen, aber ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht erklären. Hast du irgendeine Okay, Idee, wie also. kann ich das machen, dass meine Nummer nicht mehr im Internet drinstehen? Ich weiß Ja, nicht, welcher also mein Chef. Kundesohn das da eingetragen hat. Herr Bagato, es geht ja gerade um Ihr Geld, ne? Wir können ja gerne auch miteinander so sprechen, ein bisschen Spaß machen, das ist kein Problem. Aber mein Chef guckt mich gerade böse an, Ja, gib weil mir das denn. Gespräch ein bisschen zu lange gedauert hat, ne? Das. Es geht ja schließlich um Ihr Geld. Deswegen würde ich gerne einmal auch schnell mal die Kundennummer und Zählernummer eintragen im System. Wenn dein Chef dir Terror macht, weil du ein bisschen mit Kunden redest, gib mir den. Ich werde das klären. Nicht, dass du Probleme bekommst. Gib mir den Chef. Kein Problem, ich krieg Dabei. schon keine Probleme. Also Strom habe ich schon eingetragen. Ich bräuchte auch noch bei Gas, bitte. Ja, ich warte darauf, dass du mir den Chef gibst. Ich werde das klären. Big Dick Dimitri legt für dich die Hand ins Feuer. Hast du sehr gute Beratung gemacht. Alles klar. Einen Moment, dann bitte ich leite es immer weiter. Sehr gut. Hallo? Einen wunderschönen guten Tag, Tasche. Mein Name von der Firma Senschlock, Agentur für Energieberatung. Ich spreche mit Herr Bagatov. Ja, hier ist Big Dick Dimitri. Und es geht darum, dass das Kollegin gesagt hat, die kriegt Ärger, weil die lange mit mir spricht. Da wollte ich sagen, dass das nicht in Ordnung finde. Sie sparen doch Geld, Herr Bagatov. Da kann man doch 15 Minuten sich mal Zeit nehmen. Ja, das Kollegin sagt aber, dass sie kriegt Probleme mit Chef, weil sie so lange mit mir sprechen. Und das ist nicht in Ordnung.
Also Sie kriegen Ärger vom Chef. Nein, das Kollegin von Ihnen. Ja. Ja. Das können Sie okay, nicht machen. Okay, ich schau mal kurz. Ja. Okay, ich schau mal kurz nach. Was Herr wollen Bangertrom? Sie nachschauen? Ich habe hier, einen Moment, also ich habe hier auch mal reingeschaut, und wegen der Zählernummer. Darum geht es ja? doch gar nicht. Ich möchte nicht, dass die Frau wegen mir Ärger bekommt. Okay. Dann wird sie keinen Ärger bekommen. Sehr gut. Kann ich das schriftlich okay? kriegen? Ehrenwort. Sie kriegen das schriftlich. Bis, können ja, sie, wir schicken Ihnen ja die, wir ja, schicken die sie, Unterlagen können zu. Können Sie bitte... wir machen das so. BigDickDimitri@gmail.com Okay, schauen Sie mal, wir machen das so. Wir schicken Ihnen ja die Unterlagen sowieso per Post zu. Wissen Sie ja. Was für ja? Unterlagen? Und ja, die ganzen Unterlagen schicken wir Ihnen ja zu und dann kann ich Ihnen auch gerne, wenn Sie wollen, die Rufnummer und den Namen von der Kollegin auch dazugeben. Nee, ich darf ja nicht mit ihr sprechen, weil dann sind Sie ja böse mit ihr. Nein, Sie dürfen mit ihr sprechen, dann mache ich eine Aufnahme für Sie. Sie machen eine Aufnahme? Oder nein, ich mache eine Ausnahme. Eine Ausnahme. Also können Sie mir dann bitte gleich die Nummer geben, weil ich habe auch eine Woche frei, da kann ich Candlelight-Dinner machen. Können Sie gerne machen. Gib mir Nummer. Ne? Dabei. Hauptsache Sie sind glücklich. Alles, darf ich jeden Wunsch äußern? Ja, natürlich. Geile Sache, Blair. Dann komm zu mir nach Hause, kannst du meinen Abwasch machen? Jetzt übertreiben Sie aber. Warum? So weit wollen wir auch nicht gehen. Nein. Also, ich schicke Ihnen jetzt mal die Unterlagen zu. Nein, will ich doch gar nicht haben. Ich weiß doch gar nicht, was das ist. Sie haben doch schon die Zählernummer und so weiter alles durchgegeben. Nein. Na klar, ich habe hier doch die Zählernummer 8167620060440. Ja, zufällig ist das deine Telefonnummer und das andere ist das Telefonnummer rückwärts. Ha, musst du jetzt über dich selber lachen? Okay, ich habe das jetzt gerade gesehen. Aber warum wollen Sie denn keinen beim Strom sparen, Herr Bangertorf? Weißt du, ich hab eine Hardcore-Allergie gegen irgendwelches Callcenter, das Daten bei Internet ankaufen und mich dann den ganzen Tag anrufen. Und ich sitze mit... Wir sind aus Hamburg, ist doch... Also wir sind schon Callcenter, das stimmt, aus Hamburg, da haben Sie recht. Die Frage ist nur, ist doch egal. Wichtig ist doch nur, dass Sie beim Strom illegal, sparen können. Ist doch egal, wenn Sie anrufen. Du kaufst irgendwo Daten bei Internet und rufst das Leute an. Und die glauben dir das? Ja. Ja. Wie viel Anbieter, die lügen doch nicht. Wie was, Anbieter warum, kann was man sollen die mir da nicht glauben? Brilliert, wie viele Anbieter wir kann haben, man bei euch kontrollieren? Wir haben mehrere. Machen? Wie viele? Herr Bagatov, wir Drei, arbeiten mit Grundversorgern und vier, Stadtwerken. Fünf. Welche wir Anbieter, arbeiten mit wie Grundversorgern viele? Und Stadtwerken. Gib mir doch eine Herr Antwort, Bagatov. Gib mir eine Zahl, bitte. Hallo. Hallo. Hallo, Herr Bagatov. Hallo. Hallo. Ja, ich kann hören. Bitte bestätigen Sie mit Ja, dass Sie damit einverstanden sind, dass wir die Turmanaufnahme starten und auch speichern. Bitte bestätigen Sie mit Ja, dass Sie damit einverstanden sind, dass wir die Tonbandaufnahme starten und auch speichern. Herr Bagatov, also schauen Sie mal, Sie wissen, wir sind ein Callcenter. Ist doch kein Geheimnis dran. Ich verstehe nicht, wo das Problem sein Nö, soll. Ich weiß, Sie dass das Strom, Callcenter ist. Wir schicken Ihnen Strom raus und Sie sparen bei ihm Strom. Ist doch kein Problem. Verstehe ich nicht, warum Sie da doch, Problem so eine Abneigung ist, dass, dagegen dass haben. Dass Werbeanrufe bei Deutschland verboten sind. Und immer den ganzen nicht, Tag wenn man die Einverständnis sagt, hat. Hab ich aber wir nicht haben, wir sehen jetzt, Sie haben sich online für einen Tarifcheck eingetragen. Weißt Herr du, Dimitri Bagatov, am 4.1.1987 geboren. Jeder Hurensohn kann in das da eintragen. Der das ist Heimstraße keine, 67. Das ist keine ja, woher sollen wir das denn? Woher sollen wir das denn? Das kann man doch nicht kontrollieren. Woher sollen wir das denn wissen? Ja, wenn hier steht, der Herr Dimitri Bagatov hat sich eingetragen und interessiert sich für einen Stromcheck, dann gehen wir davon aus, dass Sie das waren und nicht, dass Ihr Kollege Sie eingetragen ja, hat. Ja, siehst du, aber wenn du, ist das doch logisch. Nicht, wenn du das nicht kontrollieren kannst, dann ist das keine rechtlich verbindliche Werbeeinverständnisgeklärung, sondern irgendein Bullshit, doch, für den du viel Geld gegeben hast. Aber ich kann also doch nicht ich für meine einfach nur, Oma... dass Sie haben sich auch... Sie haben auch Häkchen gesetzt, dass Sie einwilligen für Werbeanrufe. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich könnte jetzt... Doch, ich dass Sie auch der Datenschutzerklärung eingestimmt haben, etc. Ich gehe jetzt da bei haben wir den Internet Herrn Dimitri Bagatov. Und mein machen Hund heißt Stalin. Ich werde jetzt meinen Hund bei Internet machen eintragen. In 3 Tagen rufen die machen Leute Sie an und das wollen meinen Hund Strom verkaufen. Ist doch gut. Möchten Sie die Leute Hund verdienen ihr Geld damit. Mit Stromverkauf an Hunden. Also ich würde, also ich tue ja gerade Strom an Sie verkaufen. Glaubst du wirklich, dass ich dir was abkaufe? Also ich sag mal so, Sie nutzen Strom,
Um jetzt mal ganz ehrlich zu sein, ja, mal Spaß auf Seite die ganze Zeit. Also Sie nutzen Strom und ich sehe hier, dass hier ein Herr Dimitri Bayatov sich eingetragen hat für einen kostenlosen Tarif. Na, oh, jetzt hat er aufgelegt. Da hat wahrscheinlich Big Boss die Notbremse gezogen und hat das mitgehört. Blöd, wie die alle lügen. Es ist so krank, blöd. Ich liebe es, Psycho.